Holy shit, hier sind ja noch zwei Wege. Mhm. Oh mein Gott, an die habe ich gar nicht gedacht. Mal nach links. Oh mein Gott, als ob. Okay, das Spiel ist schon böse. Weiter geht's im Wald von Tyloria, im Tempel. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Tempel das war, ich komme gerade nicht auf den Namen. Jedenfalls haben wir hier einen kleinen Schlüssel erhalten, mit dem wir weitere Türen in diesem Dungeon öffnen können. Wir haben ja schon letzten Mal ein paar Sachen in diesem Dungeon erledigt und haben diese guten, geilen Pilze kennengelernt. Und nun geht es für uns ein bisschen weiter. Ich habe noch das Herzteil im Kopf, das wir beim letzten Part noch suchen. Und ich hoffe mal, dass wir das auch finden werden in diesem Part. So, okay, wir kommen hier durch. Ah, perfekt. Wir müssen nämlich weiter jetzt in Richtung Westen. Mhm. Dort ist nämlich das Herzteil. Och, schon wieder diese komischen Pilz-Dudes. Ey, du bist doch schwer genug, oder? Bleib mal stehen. Wenn halt nicht. Okay. Interessant. Aber ich will immer noch da hoch. Ich weiß nicht, ob das klappt. Versuch mal mit so einer Vase so einen Pilztypen abzuschmeißen. Bei manchen seiner Teilen geht das. Irgendwie konnte man die auch mal... Jo, das funktioniert. Ja. Okay, holy shit. Das war jetzt wirklich nur geraten, weil ich mir dachte, in manchen Zeilen ging's. Daran hätte ich nicht gedacht. Danke für den Tipp. Danke, danke. Ich habe nämlich eine Idee. Umsonst sind die Vasen wahrscheinlich nicht dir. Oh, bitte mitnehmen. Wie viele Vasen haben wir noch? Wir haben noch zwei Vasen und drei Gegner. Das heißt, vielleicht. Beide auf einmal treffen. Ne, man kann nur einen treffen. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Dann wissen wir, dass das auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich hätte gedacht, man müsste die besiegen, damit das Herzteil sich freischalten lässt. Ah. Meistens ist ja das so eine Mechanik, weil die sind ja extra gespawnt. Was ist, wenn wir raus und rein gehen? Die Vasen sind ja meistens dann wieder da. Okay, die vier Gegner kommen auch wieder. Das heißt, die haben irgendwas zu tun. Und wir haben auch fünf Vasen. Also einmal verkacken kann man. Also die werden schon Sinn haben, warum die da sind, die Gegner. Deswegen werde ich die einfach mitnehmen. Tut mir leid. Alter, dein Ernst? Der Pixel war zu viel, Mami. So, jetzt treffen bitte. Brauchst ja nicht hüpfen. Sein, ist der nach Force Wars irgendwann mal dran. Ja, genau. Ist ein DS-Spiel. Glaube ich. Nee, Gameboy. Auch ein Gameboy-Spiel. Na, nice. Kommen wir gleich, die Gameboy-Teile werden abgearbeitet. Ja, hallo, der. Ja, bleib mal hier stehen, du kleiner Witzbold. Findest du witzig oder was? Lutscher. Ich krieg euch alle. Ob ihr wollt und nicht. Und dann will ich dieses Herzteil da oben. Weil sonst bin ich nicht glücklich. Sonst Tristan ganz traurig. Oh. Lol. Okay, die haben nichts gebracht. Dankeschön, Spiel. Ich hab dich auch sehr gern. Dann schaue ich halt hier unten nach. Ah. Ah. Aber wie komme ich denn hier hoch? Das ist doch... Vor allem, das ist überall abgedichtet. Von jeder Seite. Oben kommst du nicht rein. Und von unten kommst du auch nicht rein. Oder hoch. Hast du gar nichts gekriegt? Nee, das war einfach sinnlos. So gesehen. Hier drüben sind wir hergekommen, wenn ich mir recht entsinne. Hier ist ein Boss. Ah, du hast einen Schlüssel bekommen. Ja, ja, ich komm da durch, aber dann bin ich beim Boss direkt. Oder beim Zwischenboss. Hallöchen, das Würmchen! Was? Ich glaube, das war der Boss. Oh, ich hätte den Hintern treffen sollen, wa? Schade, dass ich den... nicht mehr. Der erinnert mich auf Skyward Sword, den Boss. Einfach A-Spam. Nee, hey, 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 mein Freund. Du brauchst gar nicht ausrasten, Wiggler. Der sieht zumindest so aus. Ah, ja, ne? Easy. Boah, ich hab noch nie jemand so schnell tippen gehört, Alter. So muss man's machen hier.
Du hast den magischen Krug erhalten. Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lass ihn los, um das Angesaugte wegzuschießen. Lege das Item im Item-Menü auf A oder B. Wie mache ich denn das Item-Menü? Machen wir Start? Oh. A oder B. Was habe ich denn auf A? Oh, mein Schwert. Vielleicht sollte ich das behalten. Vielleicht sollte ich das aber wieder auf A packen. So. Spielstand speichern. Können wir auch mal machen. So, okay. Perfekt. Dann habe ich jetzt den Krug. Das sieht ja... Wann würden die Folge ungefähr kommen? Das wirst du dann sehen. Das kann ich dir dann nachher sagen. Weil es gibt Probleme momentan, was E-Mails angeht. Also nimmt nicht irgendwelche Links an, klickt nirgendwo drauf, wenn ihr die Leute nicht kennt. Und wenn ihr sie kennt, fragt erstmal, was das für ein Link ist. Weil damit löscht ihr eure YouTube-Kanäle. Lol. Mhm. Okay. Ich habe gerade ein paar Leute gehabt und ja, sie haben es aber wieder retten können mit dem YouTube-Support. Das habe ich aber auch gemacht. Erstmal alle Spinnnetze weg. Naja, zur Sicherheit, ne? Oh, mich triggert das jetzt. Ich will da oben hin. Ja, ich hab das Herz. Oh! Lol. Hier ist das andere Herzteil, was wir holen können. Sehr gut. Das wollte ich gar nicht. Aber habe ich auch nicht mehr im Sinn gehabt. Nimm wir doch das mit. Ja, kann man mit dem Staubsauger irgendwie hier was saugen oder so, um da hochzukommen? Mir sehen die Flammen hier sehr verdächtig aus. Ah, schade. Kann man irgendwas anderes nochmal... Ah, oh, warte mal kurz. Dann musstet irgendwas... was? So, da oben ist jetzt ein Teleporter. Und jetzt musst du den anderen dazu finden. Ach, kann die einsaugen oder was? Wie die aussehen, holy shit. Oh, die Armen. Also, das tut mir natürlich nicht für die leid. Also, du hast ihre Leben rausgesaugt. Ich saug ihre Seelen aus. Ey, was willst du eigentlich? Eine Seele gehört auch mir. Ein richtiger Dementor. Ich saug die Seelen von euch allen raus. Und vor allem für diejenigen, die kein Like da lassen, saug ich euch alle die Seelen raus. Ja, Leute. Oh. Das ist der krasseste Dementor, den man kennt. Solltet ihr lieber aufpassen, ich bin saugfähig. Oh, hier ist noch eine Truhe. 10 mysteriöse Muscheln enthalten? Wozu wozu so etwas gut sein soll? Ja, weiß ich auch nicht. Leute, hier ist einfach... Ja, genau, nochmal 10 mysteriöse Muscheln oder was? Hallo? Das lohnt sich. Schade. Einfach in den nächsten Raum geschossen. Ey, warte. Ja, der Raum kann's vertragen. Da war da ja nur der Boss. Der Loser. Na, guck mal hier. Leben geschossen. So, komm, ich saug dir mal deine Seele. Und tschüss. Du willst auch gesaugt werden? Dann komm mal her hier. Alter, nochmal 10 mysteriöse. Ja, alles klar. Deine Muscheln kannst du langsam für dich behalten. Ich hab keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und ich hab 30 Stück davon. Bis jetzt so. Bis jetzt so. Gibt's noch mehr. Oh, holy shit. Okay, dann muss ich jetzt jeden Raum wieder abdüsen. Und saugen. Ich muss saugen, Leute. Ich kann nichts anderes tun. Huch. Oh, das ist ja einfacher jetzt, ne? Ich kann einfach den hier machen. Premium. Nur halt länger saugen, ja. Ja. WTF. Wieso sind die jetzt zu? Ich finde, dass jemand über das Saugen reden. Du nicht? Okay, wieso ist die Tür wieder zu? Weiß ich gar nicht. Aber warum mache ich das denn eigentlich? Ich kann nur außen rumlaufen. Das? Ich sagte ein Pixel zu wenig. Ja, ich sagte zunächst. Guck mal, hier muss doch bestimmt irgendwo was versteckt sein. Der kann doch mir keiner erzählen. Ich will zu diesem Herzteil, ne? Ohne Witz. Gib mir das Herzteil. Da oben ist das. Dann kommen wir in den anderen Raum. Achso, sind wir in den Raum gekommen.
Hast du schon mal abgespeichert? Ja. Okay. Wenn ich nichts gesagt habe. Jetzt weißt du, warum die Tür wieder zu ist, weil der vom... Hallo. Ja, jetzt habe ich es auch gecheckt. Alles klar. Dann haben wir den Bereich aber abgeschlossen. Dann nehmen wir mal wieder nach oben. Ich glaube, hier drüben waren wir nicht. Genau. Hier müssen wir weiter saugen. Oh, komm, keine Truhe jetzt. Mann! Was weg mit 20 mysteriöse Muscheln. Ich weiß aber nicht, wofür die waren. Ich glaube, die waren nützlich mal. Ich mecker trotzdem rum. Ich das Herzteil haben will. Leute. Er meckert über mysteriöse Muscheln und ich mecker über Herzteile. Hallo? Wo kannst du die Muscheln eintauschen? Mit irgendwem. Okay. Also lohnt es. Es lohnt sich halt trotzdem alles abzusauen, ne? Ist halt. Okay, warte mal hier. Ja, aber hier komme ich zum anderen Abteil, da will ich noch nie hin. Weil es muss auf dieser Ebene sein, in meinem Gefühl zumindest. Au, au. Ja, danke schön. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Bist du eine Treppe hochgegangen? Wohin gekommen? Da, wo du jetzt bist. Gute Frage, du. Okay. Mach mal kurz Select. Ja. Okay, schade. Huch, das ist eine... Ja, die Karte ist aber woanders, glaube ich. Genau hier ist die Karte. Und wir waren jetzt, glaube ich, in jedem Raum, ne? Hm, ja. Ne, bis auf KG2. Also ich gebe dir erste Tipp, wenn du fragst. Ja, alles gut. Dann wird mal weitergesucht. Aber bestätigen könnt ihr das auf der Ebene bestimmt nicht. Also, dass es hier ist. Aua. Doch, auf der Ebene, doch. Du bist auf der richtigen Etage. Okay, dann war ich anscheinend... Aua, noch nicht überall. Achso, hier unten geht's ja da lang. Weil ich hab noch am einen und ganz am Anfangsraum war noch was und da bin ich halt jetzt noch nicht gewesen. Wow, doch ab, ihr kleinen Kobolde. Und zwar, wenn wir hier runtergehen, nämlich genau da hinten. So, lass mich mal hier durch. Ja, meinst du? Achso. Ah nee, da war ich, ja. Stimmt. Dann bin ich hier lang gegangen. Da unten. Da wollte ich eigentlich. Jetzt kommt her, ich hab keinen Bock auf euch. Bevor ich hier noch sterbe an so einen lächerlichen Gegner. Oh, Bruder, dein Ernst. Hm. Ja, nee. Nee. Dankeschön. Fässer gleich sehr, sehr schwieriges Thema bei mir. Ah, hier haben wir natürlich noch einen Bereich. Ich weiß, was die machen. Ich würde am besten gar nicht herausfinden, weil nachher killen sie mich und das ist dann nicht das Optimalste. Ach, was? Danke, Spiel. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter nach hinten. Holy shit, hier sind ja noch zwei Wege. Mhm. Oh mein Gott, an die habe ich gar nicht gedacht. Mal nach links. Oh mein Gott, als ob. Okay, das Spiel ist schon böse. Ja, dann nehme ich mal das Herzteil mit. So kann man auch das Herzteil holen. Alleine herausgefunden, der Boy. Alter. Na gut, nur mit dem Tipp, dass es hier auf der Ebene ist. Ja, okay, aber das wäre auch unfair gewesen, komplett nochmal alles abzusuchen. Ich glaube, da wärst du nicht hingegangen ganz am Anfang. Ja, wer weiß. Ein roter Rubin! C20 glühende Rubine, wollte ich gerade sagen. So, und dann würde ich gerne mal die andere Seite abchecken. Sind ja beide an sich dieselben Seiten, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Yeah. Heißt aber, bei beiden komme ich nie weiter. Wieso ist eigentlich die Seite offen? Hat die irgendwas zu bedeuten? Weil die hat mir wenigstens Rubini. Und hier kann ich wenigstens noch ein bisschen was verschieben, sagte er und kann nichts verschieben. Warum? Okay, gut, hat sich erledigt mit dem Raum.
Dann wieder auf zum anderen Raum ganz, ganz oben. Obwohl, da kann ich die Verabkürzung nehmen, ne? Hihi. So, und jetzt können wir hier runter. Endlich geht's mal im Keller ein bisschen weiter. Und da haben wir schon mal erstmal die Riesentruhe, die nehme ich schon mal mit. Mit dem Kompass. Du siehst, wo sich interessante Dinge befinden. Drücke Start und betrachte die Karte durch Drücken von L oder R. Ah, hier können wir jetzt alle Truhen sehen, die wir noch nicht haben wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay, sehr gut. Und hier ist der Boss. Würde ich jetzt mal schätzen, anhand des Gesichtsausdruckes. Gut, dann sagen wir mal dich mit ein. Freund Josef, bleiben Sie mal hier, ja? Achso. Okay. Wie komme ich jetzt da am besten rüber? Vielleicht muss ich das ausblasen. Okay, kann es nicht. Gute Frage, danke. Denk an, manche Sachen musst du erst vielleicht später machen. Ach, verdammt. Naja, das wäre ja aber... Ich könnte mir vorstellen, dass bevor die Truhe, sich vor die Truhe hinstellen und dann den Krug ranziehen. Mit dem Sauger. Das kann auch eine gute Idee sein. Aber ich weiß halt nicht, ob das mit dem Krug geht. Weil der lässt ja nie so einfach saugen, glaube ich. Oh, das bleibt jetzt so. Nee, pass auf. Das ist das Phänomen, alles klar. Ist jetzt kacke, dass ich das so gemacht habe, aber vielleicht funktioniert es ja, wenn wir nochmal probieren. Und die sind alle wieder da. Ah, sicher, dass das denn funktioniert? Aber wie sollte ich denn schließlich letztendlich hier rauskommen? Das geht ja auch nicht. Kann sein, dass es aber auch eine Aufgabe für später erst ist. Meinst du? Ja, ja. Okay, aber dann muss ich trotzdem gucken, wie ich jetzt hier weiterkomme, weil das ist ein bisschen komisch. Da muss ich unten lang. Hier kann ich aber auch nirgendwo lang, weil hier ist der einzige Weg nach oben. Also. Ach, ich weiß wo. Oh mein Gott, hier gibt's ja auch noch ein Spinnennetz. Ich glaube, wir sind in der richtigen Höhe, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, jetzt. Ah, doch. Hier das Wasser. LOL! Ach, da soll man runterfallen. Okay, interessant, die Mechanik. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt da hinten hin? Wahrscheinlich mit dem Seeblatt. Nicht zur Sauge? Ja, perfekt. Zeit. Noch ein bisschen geht noch. Okay. So ein Pech! Ohne passende Transportmittel kommen wir nicht weiter. Doch, na klar. Guck. Easy. Achso. Oh mein Gott, dein Ernst? Ich wollte gerade sagen, jetzt sag mir nicht, dass ich hier untergehe. So, schnelles Pusten und dann geht's hier hoch voran. Ja, genau. Hallo! Jo! So, jetzt aber. Langsamer ist, aber dafür muss er es nicht aufblasen, ist, wenn du ab und zu mal nur kurz B-Knopf drückst. Genau. Ach so, einfach mehrfach hintereinander. Aber darüber kannst du mehr machen. Obwohl, der eigentlich schneller ist, guck mal. Obwohl, ja, hast du recht. Na, kennt ihr das? Das Pusten. Ja. So, kleine Fliege. Nein, hallo. Okay, hier komme ich anscheinend auch nicht weit. Achso, ja, ich bin ja auch ein Dödel. Man sollte auch auf die Karte gucken, ne?
1, 2. Sehr schön. Und jetzt zweimal runter. Okay, wenn ich darauf gehe, passiert das, dann muss ich halt ins Verschieben. Das mache ich dann am besten, indem ich sage... Schweres Rätsel. Mhm. Aber ich sag mal nichts. Den Anfang habe ich auch schon verkackt hier mit dem... Finde einen weiteren Weg im Fass. So. Hey, jetzt bin ich hier. Ach so! Oh. Okay. Du komische Fliege. Wenn du mich jemals... Wenn du mich jetzt noch einmal antitschst, ne? Ich komm dir entgegen. Jetzt kommt der weltberühmte Zelda-Zaun. Ja, na klar. Kleiner Schlüssel erhalten. Öffnet verschlüsselte Touren vor allem. Leute, der Sound ist Premium. Den müsst ihr einfach hören. Ich sag das, wie ist YouTube, wenn wir Christian nicht gesagt hätten, dass er das später erst machen kann. Er hätte da jetzt 2 Stunden probiert, dass er weiterkommt. Aber haben wir alle gemacht. Ich glaube, ich hätte irgendwann weiter aufgegeben und dann wieder der andere Arzt einfach gesucht. Stimmt, ne? Dann hättest du wissen, so oder so irgendwann mal gelandet. Das war mir klar, dass du angreifst, du kleiner Wicht, ey. Nee, Schnecke, nee, Schnecke, lass mal. Ich bin schneller im Blasen, als du rum runterfallen, haha. Leute, wir brauchen bitte diese Aussage als Clip. So. 18 plus Zuschauer und so. Ihr müsst ja nicht zweideutig denken. Alter, zweideutig denken. Ja. Mach doch nicht so einen Scheiß mit mir. Huch. Ja, total huch. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ja, wie wohl? Ach so. Ach so! Ich wollte gerade sagen, nicht, dass es ein Glitch wäre. Zelda hat keine Glitches, sowas gibt's nicht. Oh, den nehme ich mit. Perfekt. Jetzt sind 19 Minuten um. So, nee, halt, warte mal kurz. Tragen, zack. Und tragen, zack. Und dann pusten. So, und dann holen wir uns den Boss-Key, den großen Schlüssel. Öffnet große Schlösser. Aber den Boss, Leute, den werden wir uns im nächsten Part anschauen. Da müssen wir zwar noch hin, aber ich denke mal, das ist leichter getan als, leichter gesagt als getan. Wir werden uns also im nächsten Part wiedersehen. Also, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, um nichts mehr zu verpassen. Könnt ihr gerne abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.